Helms, Selina Sophie Sinner und Lisa Buonafede von der Jugendförderung der Stadt Wolfsburg haben sich diese Woche einige Spiele ausgedacht. Hallo, hier sind wieder Lisa und Marianne aus dem FBZ. Wir stellen euch nun die verrückte Spiele-Olympiade vor, die ihr leicht zu Hause nachspielen könnt. Dabei könnt ihr die kleinen Spiele auch verändern, je nachdem, welche Materialien ihr zu Hause habt. Wir stellen euch hier nun 6 Disziplinen vor. Viel Spaß beim Nachspielen. Erstens der Hinunterwurf. Ihr braucht eine Flasche mit einer größeren Öffnung, ein bisschen Sand und 5 Murmeln. Ihr stellt euch auf einen höheren Gegenstand und habt 5 Versuche, die Murmeln in die Flasche zu werfen. Gezählt werden eure glücklichen Versuche. Eine. Zweitens Segelflieger-Weitwurf. Bastelt einen Segelflieger und testet ihn. Wenn alle fertig gebastelt und getestet haben, wird der Flugcontest gestartet. Der weiteste gewinnt. Die anderen bekommen jeweils Punkte anhand ihrer Platzierung. Drittens Gewichtheben. Alle bekommen ein Buch gleichzeitig und nehmen es auf die Hand. Nun wird der gesamte Arm ausgestreckt. Wer am längsten hält, gewinnt. Viertens Klopapierbasketball. Hängt einen Papierkorb in luftiger Höhe auf und werft von einem bestimmten Punkt aus 3 Klopapierrollen in den Korb. Die getroffenen Körbe zählen, in diesem Fall keiner. Fünftens Minigolf. Nehmt einen Pfannenwender und einen Tischtennisball. Trefft auf die Becher, die ihr mit Kreppband am Boden befestigt habt. Der mittlere zählt 3 Punkte, der linke, 2 Punkte und der rechte 1 Punkt. Sechstens Hochwurf. Nehmt ein Tablett und 10 Kronkorken, legt sie auf eine Seite auf das Tablett und schleudert das Tablett hoch. Die Kronkorken, die auf die andere Seite fallen, zählen. Ihr habt 3 Versuche, die höchste Punktzahl wird aufgeschrieben. Nach den Spielchen werden die Punkte zusammengezählt. Der Spieler mit den meisten Punkten gewinnt. Na, vielleicht habt ihr ja auch noch irgendwie Preise zu Hause. Das wäre schön. Viel Spaß beim Nachspielen, euer FBZ. Ja.